Wir sind Isabel, Judith, Philipp und Jakob und Azubis bei der Enso. Hier im Enso-Hauptgebäude gibt es 13 Fahrstühle, die rund um die Uhr ca. 1000 Mitarbeiter auf 6 Stockwerke transportieren. Hier wird jede Menge Energie verbraucht. Für den Energiescout-Wettbewerb überlegten wir uns, was sich hier im Sinne von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit verbessern lassen kann. Ziel ist es, durch technische Veränderungen die Stromkosten für den Aufzugsbetrieb nachhaltig zu senken. Zunächst analysierten wir die Energiebilanzdaten mit den Experten vom Sachgebiet Umweltschutz und erhielten so eine Basis für die weiteren Berechnungen. In Zusammenarbeit mit dem Aufzugshersteller inspizierten wir die Anlagen vor Ort und lernten die vorhandene Technik und auch Alternativen kennen. Daraus ergaben sich gleich zwei Ansatzpunkte für einen umweltfreundlicheren und effizienteren Betrieb. Zum einen die Umstellung vom ungeregelten Betrieb auf den geregelten Betrieb und zum anderen die Umstellung von der Leuchtstoffröhre auf die LED. Damit ließe sich nach unseren Berechnungen ca. 40% des Jahresverbrauchs an Energie für den Aufzugsbetrieb senken. Wir sind überzeugt, dass unser Projekt einen großen Beitrag zum Umweltschutz leistet.